Heute geht es also um externe Interrupts, also um die Möglichkeit, auf Signale, die von außen kommen, möglichst zeitnah zu reagieren, das Hauptprogramm zu unterbrechen und dann entsprechende Befehle auszuführen. Gucken wir uns das direkt mal am Emulator an. Wenn ich den Emulator starte, habe ich ja die Möglichkeit, hier unter Peripherals mir die Ports anzuschauen. Unter anderem kann ich mir aber auch die Interrupts angucken. Ich klicke hier mal auf Interrupts und dann sehe ich ein Auswahlfenster von verschiedenen Interrupts, die an meinem Mikrocontroller möglich sind. Und heute soll es speziell um diesen Interrupt hier oben gehen. Das ist der INT0, das ist der erste externe Interrupt. Und die Signale für diese Unterbrechung, für die Interrupt-Anforderung, die muss ich an den Port 3.2 anlegen. Das heißt, wenn dort ein entsprechendes Signal ankommt, dann wird letztendlich diese Interrupt-Anforderung ausgeführt. Wenn ich mir das mal anschaue, dann sehe ich hier unten die einzelnen Register, um letztendlich meinen Interrupt zu konfigurieren. Das heißt, das sind die Felder, die ich hier bei dem Interrupt 0 habe. Und für die anderen Interrupts habe ich entsprechend ähnliche Felder. Gucken wir das mal an. Wenn ich mir den Timer 0 beispielsweise angucke, dann habe ich hier andere Felder. Oder beim Int 1 entsprechend auch andere Felder. Was aber auffällt, ist, dass ich jedes Mal dieses Feld EAL habe, dieses Register EAL. Und auch auf dieses Register komme ich gleich zu sprechen, was denn dieses Register soll. Gut, gucken wir uns mal an, was diese einzelnen Register eigentlich machen, wofür die da sind. Ich gehe mal zurück in die Präsentation. Und zwar zunächst einmal hier um das Feld EAL. Das bedeutet Enable All Interrupts. Ich mache hier mal den Stift ein. So, Enable All Interrupts. EAL Enable All Interrupts. Damit kann ich Interrupts enablen, also Interrupts zur Verfügung stellen, beziehungsweise die Interrupts wirksam schalten. Wenn ich den Mikrocontroller starte, dann ist das Register EAL gleich 0 gesetzt und es werden dann keine Interrupt-Anforderungen, die von außen an mein System gelangen, entsprechend durchgelassen, sodass auch die Interrupt-Service-Routinen nicht aufgerufen werden. Das heißt, wenn ich Interrupts zulassen möchte, dann muss ich dieses Register gleich einsetzen. Für den Interrupt 0, also für den externen Interrupt 0, muss ich auch noch das Register, das ist das hier unten, das Register EX0 gleich einsetzen. EX0 steht für Enable und dann External Interrupt 0. Und auch dieses Bit muss ich gleich einsetzen, wenn ich den Interrupts zulassen möchte. Also das sieht folgendermaßen aus. Man kann sich das mal angucken. Ich habe hier eine Interrupt-Anforderung. Da kommt die Anforderung. Und dann habe ich hier quasi zwei Schalter, so kann man sich das vorstellen, in Reihe geschaltet. Und hier geht letztendlich der Interrupt dann auf meinen Mikrocontroller. Und das ist der Schalter EAL. EAL für Enable All Interrupts. Und das ist der Schalter EX0 für Enable External Interrupt 0. Und solange einer der beiden Schalter auf 0, also entsprechend geöffnet ist, kommt diese Interrupt-Anforderung nicht an meine CPU und mein Programm wird nicht unterbrochen. Ich muss also beide Schalter schließen, um letztendlich meinen Interrupt zuzulassen. So, jetzt haben wir die Register EAL und EX0 besprochen. Das sind also diese beiden hier, EAL und EX0. Als nächstes geht es um das Register IT0. Und bei IT0 kann man letztendlich festlegen, ob es bei dem externen Interrupt um einen flankengesteuerter Interrupt oder ein pegelgesteuerter Interrupt handeln soll. Wir gucken uns das mal an.
Das sieht so aus, ich habe hier mein Signal int 0. Int 0. Und bei dem Signal int 0 muss man zunächst einmal festhalten, dass dieses Signal auf negative Signale, also negative Pegel oder Flanken reagiert. Das heißt, wir haben normalerweise haben wir den Wert gleich 1. Und wenn ein Interrupt auftritt, dann wechselt letztendlich der Pegel auf 0. Und in der Variablen int 0 legen wir fest, ob ein Interrupt an dem Mikrocontroller ausgeführt werden soll, wenn die Flanke hier negativ ist. Das heißt, wir wechseln von 1 nach 0. Oder wenn wir eine 0 in das Register IT0 schreiben, dann haben wir einen pegelgesteuerten Interrupt. Das heißt, so lange wie der Pegel des Signals int0 gleich 0 gesetzt ist, so lange werden Interrupts ausgelöst. Das heißt, wenn der Pegel jetzt während oder nach der ersten Interrupt-Service-Routine nicht wieder auf 1 gesetzt wird, wird sofort der nächste Interrupt ausgelöst. Das heißt, solange dieses Signal tatsächlich auf 0 liegt, wird bei dem pegelgesteuerten Interrupt eine Interrupt-Service-Routine ausgeführt. Beim flankengesteuerten entsprechend würde IT0 gleich 1 gesetzt werden. Das sehen wir gleich noch, wenn wir uns diese Interrupts anschauen. Okay, damit haben wir letztendlich EAL, EX0, also diese beiden hier, und IT0 auch besprochen. Interessant ist hier noch dieses Register IE0. Bei IE0 handelt es sich um das sogenannte Interrupt Pending Flag für den Interrupt 0. Das bedeutet, wenn ein Interrupt auftritt, dann schaut die CPU nach, welches Interrupt Pending Flag denn gesetzt worden ist. Und anhand dieses Interrupt Pending Flags erkennt die CPU, welche Interrupt Service Routine denn aufgerufen wird. Das heißt, das ist ein Register, was normalerweise intern benutzt wird. Das heißt, wenn der Interrupt auftritt, dann wird letztendlich dieses Register hier gleich 1 gesetzt. Was man machen kann, ist, wenn man einen Interrupt auch softwarebasiert ausführen lassen möchte, dann schreibt man einfach IE0 gleich 1. Das heißt, man kann auch per Software dieses Register setzen und dann würde letztendlich diese Interrupt-Service-Routine aufgerufen werden. Ist eigentlich eher untypisch. Normalerweise hat man Interrupts asynchron, das heißt durch externe Signale und nicht durch Software basiert. Aber wenn man das mal testen möchte, wenn man eine Interrupt-Service-Routine einfach mal aufrufen möchte innerhalb der Software, dann kann man das tun, indem man letztendlich diesen Wert einfach gleich einsetzt.